Und in unserem heutigen Bürgermeister-Talk gehen wir nach St. Leonroth. Dort ist Dr. Alexander Eger, der Stadtoberhaupt. Herr Eger, ja, jetzt haben wir den vorletzten Tag des Jahres. Jetzt dürfen wir alle mal zurückblicken auf diese nicht ganz so einfachen 12 Monate. Wie fällt Ihr persönliches Fazit von 2020 aus? Das war natürlich extrem spannend. Wir mussten schnell reagieren in vielen Bereichen, teilweise auch improvisieren. War schon herausfordernd, herausfordernde Zeit, ja. Was war besonders herausfordernd? Waren es die Corona-Bestimmungen und die ganzen neuen Regeln, an die Sie sich und Ihre Bürger halten mussten? Ja, auf jeden Fall. Vor allem kamen die Regeln ja auch oft sehr kurzfristig, teilweise erst mal kurz vor Mitternacht und dann schon geltend ab dem nächsten Tag. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich noch viele andere Projekte am Laufen, die auch abgewickelt werden mussten. Wir müssen ja auch inhaltlich trotzdem vorwärts kommen in der Gemeinde. Das war natürlich schon ja, spannende Zeit, wie ich es gesagt habe. Jetzt ist es ja auch besonders wichtig, dass Sie als Bürgermeister Kontakt halten mit Ihren Bürgern, den Dialog suchen, was auch in diesen Zeiten nicht ganz so einfach war. Also wie konnten Sie tatsächlich nah dranbleiben an Ihren Mitmenschen? Das ist in der Tat eine Herausforderung. Da haben wir es als Bürgermeister natürlich ein bisschen leichter. Unsere Umgebung ist eigentlich noch recht überschaubar. Da geht man dann öfters auch mal spazieren oder trifft ja, unterwegs, wenn man in der Gemeinde zu Fuß unterwegs ist, Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, mit denen man auch persönlich sprechen kann. Natürlich machen wir auch viel online über die Homepage. Aber ich freue mich auch, wenn es hoffentlich nächstes Jahr dann auch mal wieder Vereinsfeste gibt und geselliges Beisammensein. Das ist eigentlich schon die normalerweise die Hauptgelegenheit, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und das fehlt mir persönlich und ich denke vielen anderen auch in dieser Zeit. Definitiv. Wir wünschen uns alle, dass es wieder zurückgeht zur Normalität. Jetzt ist es der Jahresausklang und viele haben auch Wünsche für das kommende Jahr oder Perspektiven und Aussichten. Was erwarten Sie sich von 2021? Ja, ich denke, wir sehen uns alle wieder nach einem Stück Normalität. Normales Leben, wieder miteinander sprechen können, sich begegnen zu können, nicht nur virtuell oder online, sondern in der Realität. Auch und beruhigt in die Schule gehen zu können wieder zum Beispiel. Man steht ja auch immer vor der Entscheidung, funktioniert es, funktioniert es nicht, müssen wir Online-Unterricht machen. Wir wissen nicht, können wir irgendwelche Veranstaltungen planen, können wir sie durchführen. Einfach wieder, dass die Unsicherheit wieder ein Stück weit genommen wird und wir uns auch wieder ein Stück weit sicherer fühlen und ja auch wieder mehr wohlfühlen können in der Gemeinschaft mit anderen. Das wünschen wir Ihnen definitiv. Alles Gute für das nächste Jahr und vielen Dank, Dr. Alexander Eger. Alles Gute, ja. Gutes neues Jahr.